Gut eine Autostunde im Nordosten von Magdeburg entfernt liegt das Werk von Wiegel Paray. Hier arbeiten rund 140 Beschäftigte am Bau von hochmodernen Stromgittermasten, die für die Energiewende in Deutschland dringend benötigt werden. Bei der Produktion neuer Gittermasten hat Wiegel einen richtungsweisenden Schritt unternommen, um den Umweltschutz zu revolutionieren. Wir sind in der Lage, durch Einsatz von recyceltem Stahl bis zu 75% CO2-Anteil einzusparen. Das ist ein entscheidender Schritt für unsere Kunden, wenn es darum geht, das Thema Dekarbonisierung voranzutreiben. CO2-Reduktion hört sich erstmal toll an. Dahinter steckt eine Menge Arbeit, man muss vieles einfach verstehen und in die Tiefe gehen. Das wird die Zukunft für die Stahlindustrie sein und demzufolge auch für uns als verarbeitende Industrie. In den nächsten 12 Jahren müssen in Deutschland rund 3.600 Kilometer neue Freileitungen gebaut werden. Dafür werden über 600.000 Tonnen Stahl benötigt. Pro Tonne Stahl werden unter herkömmlichen Bedingungen ca. 2,3 Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Das sind insgesamt rund 1,4 Millionen Tonnen CO2. Ein enormes Einsparpotenzial, das Wiegel als Umweltpionier für die ökologische Wende in Deutschland nutzen will. Die Wiegel-Gruppe stellt schon immer ein Innovationsmodell in unserer Branche dar. Seit über 35 Jahren steht das Thema Umweltschutz auf unserer Agenda. Ein Beispiel dafür ist das Thema EMAS. Hier unterliegen wir einer öffentlichen Begutachtung durch einen Umweltgutachter, der unsere Umweltbilanz rechtlich und öffentlich sauber prüft. Bei der Dekarbonisierung setzt Stromnetzbetreiber TenneT auf Wiegel Paray als langjährig erfahrenen Anbieter beim Bau von Stromgittermasten. Bei einer Werksbesichtigung nutzte TenneT die Gelegenheit, die Gittermastproduktion in Redekin aus nächster Nähe zu begutachten. Wiegel Paray ist ein sehr innovativer und umtriebiger Partner, ein sehr stabiler Partner. Letztendlich haben wir eine gleiche DNA festgestellt in unseren beiden Unternehmen und deshalb wollen wir zusammen lernen, wie wir auch dieses komplexe und materialintensive Produkt Freileitungsmasten über die nächsten Jahre konsequent weiter dekarbonisieren können. Vier Höchstspannungsmasten aus CO2-reduziertem Stahl sind fürs Erste geplant. Diese sollen im vierten Quartal 2024 im niedersächsischen Landkreis Nienburg-Weser errichtet werden. Und schon jetzt ist klar, das ist erst der Anfang der nachhaltigen Energiewende in Deutschland, die TenneT und Wiegel Paray gemeinsam aktiv mitgestalten.